Die DSGVO ist kein Monster, sondern wir sollten sie positiv betrachten, weil es sie zum Schutz unser aller Daten gibt. Auch wenn sie für uns als Durchführende von Jugendbeteiligungsprojekten erstmal mit einem Mehraufwand verbunden ist. Die Datenverarbeitung muss dokumentiert und darüber informiert werden. Einverständniserklärungen müssen aktiv eingeholt werden. Leider wissen wir noch nicht, wie die DSGVO in der Praxis ausgelegt wird, weil es noch keine Gerichtsurteile dazu gibt. Was man auf jeden Fall als positiv werten kann, ist, dass die DSGVO dafür gesorgt hat, dass viele Menschen das Datenschutzthema erst richtig wahrnehmen. In Jugendbeteiligungsprojekten bietet sie die Möglichkeit, mit Jugendlichen darüber ins Gespräch zu kommen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Sie haben den Überblick verloren? Unter jugend.beteiligen.jetzt/Videoreihe und auf unserem YouTube-Kanal können Sie sich alle bisher erschienenen Folgen der Webvideoreihe noch einmal ansehen. Hintergrundinformationen zu den Inhalten dieser Folge finden Sie in der Beschreibung unterhalb des Videos.